Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir in der Prüfung des Helden. Und ja, hier geht es jetzt nochmal richtig ab. Hier ist quasi nochmal alles und alles zusammengemischt und super viel und super hart. Und ja, wir sind jetzt schon, keine Ahnung, auf Ebene 10 oder so. Irgendwie so. 75 Ebenen soll das Ding haben. Wir haben gestern auch nochmal, oder gestern, also in dieser Folge, in der letzten Folge, haben wir ordentlich eingekauft. Haben hier richtig krass Magie uns rausgeholt. Und wir sollten die auch im Hinterkopf bewahren, dass wir die benutzen können. Wir haben ja auch die Chrono-Clock, damit können wir die Zeit anhalten. Die habe ich jetzt auch verbessert. Das heißt, ich verbrauche weniger Magie. Und wir können dann taktisch halt Pfeile und Bomben schießen, die halt einfach in der Luft schweben bleiben. Und in dem Moment, wo wir die Zeit wieder loslassen, fliegt uns das alles um die Ohren. Richtig geil. Danke nochmal für diesen Tipp. Und eine Magieanzeige haben wir auch noch. Im letzten Part haben wir dann noch die Rainbow Tunic bekommen. Aber ich weiß noch nicht genau, was die kann. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Also ich sehe halt die ganze Zeit nur, dass sich alles textlich, farbig verändert. Ich hoffe aber, das ist nicht die einzige Fähigkeit. Ich hoffe auch, dass Feuer- und Wasseratmung vielleicht funktioniert. Und dass wir die nicht verlieren können. Das wäre auch ganz toll. Ja, ansonsten würde ich sagen, es geht jetzt weiter. In der Heldenprüfung. Oh, toll. Schön mit Geistern. Jawohl, so mag ich das doch. So, die bringen scheinbar keine Kohle. Lol. Haha, das war gut. So, ich mach mal schnell den Geist noch weg. Mit dem Schwert müsste ich, glaube ich, nicht mal eine Sprungattacke machen. I guess. Ja. Ja, zwei Hände hat halt Vor- und Nachteile, ne? Aber ich sehe halt meistens so die Vorteile darin, dass ich die Gegner doppelt so schnell platt mache. Das ist halt schon geil. Oh! Freunde! Easy. Ja, ganz ehrlich, das erinnert einen ja schon eher an den Kampf in Ocarina of Time. Ist ja fast ähnlich. In Dodongos Höhle, ne? Okay, eine neue Ebene ist erreicht. Wir kriegen einen Restroom. Mit Geld. Bin gespannt, was uns der Gorone verkaufen will. Ah, sollte ich wieder mal mit dem Auge der Wahrheit immer gucken? Ich weiß es nicht. Schreibt mir da mal in die Kommentare, ob es noch so ein Geheimnis gibt mit dem Auge der Wahrheit. Es ist halt so im Angebot, ne? Der Typ draußen ist wesentlich teurer. Also was heißt wesentlich? 15 Rubine kostet es mehr bei dem Typen draußen, bei dem Potion-Händler. Brauche ich aktuell nicht. Aber danke. Danke for this information. Okay, weiter geht's. Weiß ich, Ebene 10 war das bestimmt jetzt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich hole mal meine Deko-Nüsse raus. Wow. Ich dachte, der lässt sich stunnen. Tut er aber nicht. War's das schon? Nee, da sind noch ein paar. Zack. Was? Wo kam die denn her? Sind die doppelt so schnell? Die kommen mir gerade irgendwie ganz schön schnell vor, hier die Viecher. Vielleicht mache ich erstmal den tot. Komm schon. Okay. Ja, man muss sie irgendwie so von hinten erwischen, aber manchmal klappt das nicht. Wir bekommen aber echt viel Kohle mittlerweile in einem Run. Ich weiß gar nicht, ob ich mir als nächstes Herzen wieder kaufe. Oder wieder Items. Ah, müssen wir mal gucken, was es noch so gibt. Okay, die sind auch easy. Vor allem mit dem Boomerang lohnt sich da wenigstens richtig, Geld zu machen. Also ich finde den Boomerang richtig geil, Leute. Ich weiß nicht, warum einige von euch gesagt haben, ihr findet den langweilig. Weil
Ja, okay, langweilig ist er vielleicht, klar. Im Gegensatz zu manch anderen Items. Aber ganz ehrlich, du kriegst so viel Kohle und damit können wir uns neue geile Items kaufen. Oh nein. Nicht die. Gar keinen Bock drauf. So. Ja, aber das ist alles? Drei Raubschleime? Ist auch ein leichter Raum. Hier, okay. Das ändert alles. Nee, es sind ja langsame Gegner, also. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Vor allem mittlerweile haben wir ja Equipment, was wir nicht verlieren können, denke ich. Dementsprechend. Shit. Ja, das war schlecht. So. Der war alleine, oder was? Schon relativ easy, muss ich sagen. Na gut, weiter geht's. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Es ist auf jeden Fall eine Kombination aus allem, was wir bisher hatten, plus schwieriger. Bis jetzt zumindest. Ich meine, die Prüfung des Kindes ist da noch relativ easy. Ich würde auch an derselben Stelle hier nochmal gucken, wo wir den einen Typen gefunden haben mit dem Auge der Wahrheit. Vielleicht ist da wieder an derselben Stelle was. Kann natürlich jetzt auch nicht so sein. Shit. So. Und der Typi noch. Ja, ist halt viel los, ne? Das muss man halt sagen. Den Baum nehme ich auch noch mit. Geld nehmen wir immer mit. Okay, die Räume sehen jetzt aber auch teilweise ein bisschen anders aus. Ich war so getroffen. Shit. So, und zack. Shit. Ich hing voll in der Kante fest. Ah, ärgerlich. Na egal. So. Next round. Zombies. Ja, das funktioniert leider bei den Geistern nicht, Leute. Ihr hattet mir den Tipp nochmal gegeben, aber ich glaube, ich hatte das auch schon mal ausprobiert. Aber bei diesen Geistern funktioniert das nicht mit dem. Ja? Mit dem, ihr wisst schon. So. Ich habe schon ganz schön aufs Maul bekommen, ne? So. Wärst du denn so freundlich, mal zurückzukommen? Das Schild da hinten in der Giftbrühe. Oh, ein Pfeil ist da auch ein One-Hit mit den neuen. Ja, das ist ja gut. Gut zu wissen. Okay, weiter geht's. Oh nee, nicht so einer. Okay, der ist tot. Und der auch. Perfekt. Das ging ja schnell. Ja, der Raum, den ich jetzt gesucht habe, der kam jetzt eigentlich gar nicht, oder? Glaube ich. 290 Rubine? Ist nicht schlecht. Ich meine, wenn alle Stricke reisen, können wir ja immer noch und da ist noch ein Zombie, noch ein Geist. Oh, lol. Einfach direkt den anderen auch noch getötet. Was? Wo ist der andere hin? Na komm. So. Kann jetzt keine Rücksicht nehmen. Aber Pfeile sind auch echt gut, ne? Oh.
Die hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Die Gegner? Oh, da kommt noch einer. Aber ich glaube, die hatten wir... Hatten wir die schon mal? Kann mich gerade nicht entsinnen. Okay, da kriegen wir keine Punkte. Ich guck mal kurz mit dem Auge der Wahrheit eine Runde rum. Einfach just for fun. Aber nee, hier ist nichts. 300 Rubine. So, das war schon wieder so eine easy Runde irgendwie. Die Kombinationen sind echt strange, muss man sagen. Nein! Scheiße. Ja, okay. Das ist jetzt schon wieder alles komplett neu hier, ne? Ich weiß nicht, was... Es geht auf jeden Fall langsam dem Ende zu. Ich würde mal Nairus Love auspacken. Wir haben auch einmal einen Drang. Ob ich den jetzt nehmen will, weiß ich nicht. Alles klar. Na klar. Na klar. Okay. Okay, das Umfeld wird aber auch cooler, ne? Muss man sagen. Nice. Ja, viel Geld war das jetzt nicht. Alles so strange, ey. Okay, wir haben es geschafft, oder wie? Das war der finale Raum? Okay. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ja, Leute, wir waren jetzt wahrscheinlich auf Ebene 20, hätte ich gesagt. Dafür, dass wir keinen Death Counter, kein Todesrat haben, keine Todesstrafe haben und dass es auf Mittel ist, fühle ich mich relativ schlecht. I think. Warum denn zwei davon? Na klar. Und noch so einer. Okay, warte. Also ich glaube, für diesen Moment ist doch diese Chrono Clock ganz nice, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach so mache? Guck mal, die bleiben jetzt halt wirklich einfach so in der Luft. So. Pfeile schweben. Alter, ist das geil! Hä, das ist ja sowas von gut. Ich mach einfach die Zeit, setz Pfeile in die Luft. Und dann, ey, saugeil. Guter Tipp, liebe Leute. Guter Tipp, ich brauche mehr Pfeile. Okay, die ist imbar, die Uhr. Habe ich vorher nur nicht so erkannt. So. Zack. Hallo? Das war's, oder? Schön. Jetzt sind wir im Waldtempel, by the way. Ich meine, so große Pflanzen ist jetzt auch eher wieder easy. Und das war's halt auch schon. Okay, das war jetzt wieder easy irgendwie. Oh shit. Ah, da kommt der Geist angeflogen. Wird er nicht unsichtbar? Scheint nicht unsichtbar zu werden. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Ja, hier ist halt einfach von Vorteil, wenn wir einfach mal später zwei Flaschen haben und uns nur ein paar Mal heilen können, ne? Ist halt einfach wesentlich besser. Okay,
Okay, wollte gerade sagen, habe ich was vergessen? Aber nö. Ja. Pfeile halt, ne? Was ist denn mit dir? Bäm, 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 bäm. Boah, die sind aber nervig. Okay. Dann den hier einmal ausrüsten und let's go. Du. Der hier war's, oder? Jupp. Ba, 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 ba. Ich bin gespannt, wie weit wir noch kommen. Ja, ich denke halt, wenn wir wirklich mehr Pfeile gehabt hätten. Ich habe keine Ahnung, wer es jetzt war. Dann der hier wahrscheinlich. Hey. Ja, dann wären wir wesentlich besser bei rumgekommen. Okay, sind schon wieder weiter. Ich liebe Feuerfledermäuse. Okay, alles klar. Ba-ba-ba. Jawohl, 20 Rubine. Das muss mit, eine Fake-Tür oder was? Warte mal, krieg ich da was, wenn ich die mit dem Hammer kaputt hau? Schade. Wäre cool gewesen. Okay, es ist jetzt heiß. Tatsächlich. Jetzt ist gleich vorbei mit mir. Wenn ich hier nicht schnell rauskomme. Oh Gott. Schnell. Das war knapp, ey. Oh Gott, mit Fliesen, na klar. Ah, nein. Weißt du was? Ich hau jetzt mal Nairus Lorf raus. Ich glaube, der Moment ist gekommen. Mal hemmungslos keinen Schaden zu bekommen. So, er geht weg. Das wäre, glaube ich, mein Ende jetzt gewesen. Wäre ich... ja. Ihr wisst schon. Zack, zack, zack. Einmal Nairus Lorf können wir noch machen. Und danach habe ich ja noch meine Magieanzeige, also... Sollte passen. Perfekt. So, den Bogen kann ich weghauen. Nairus Lorf behalte ich drauf. Die Uhr könnte man vielleicht noch... Da könnte man taktische Bomben legen. Oder das hier. Ja, okay. Funktioniert sogar. Warum habe ich gerade 20 Rubine bekommen? War das schon der Raum? Irgendwas ist hier noch. Ah, na klar. Sich verarschen oder was? Okay. Warum das? Okay, das war's für mich. Hier fehlt mir jetzt ganz einfach die Zeit. Das war's. Ich glaube, da hilft auch kein Nairus Lorf, oder? Ich denke nicht. Ich habe keine Rüstung, also bin ich tot. Ja. Das war's. Schade, ich hätte noch ein bisschen länger durchgehalten. Boah. Ah, ärgerlich. Finde ich ärgerlich. Ich brauche die Rüstung. Ja. Und am besten rüste ich die dann aber nur aus. Alter, ich weiß halt nicht, was die Rainbow Tunic mir geben soll.
Ich brauche unbedingt mal eine Info, was genau die kann. Vielleicht habt ihr es mir auch schon geschrieben im letzten Part. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal shoppen und holen uns die Rüstung hier wieder. Nö. Mehr brauche ich hier erstmal nicht. Herzen könnte man kaufen. Ba, 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 ba. Ja, wenn wir das nächste Mal wieder in den Run reingehen, dann machen wir wieder die Strafe des Todes mit rein. Logischerweise. Ich würde mir auf jeden Fall noch Pfeile kaufen. Oder wir machen jetzt mal... Oder wir sparen uns das Geld und machen ein paar Bogenruns. Ne, ein paar... Vielleicht kriegen wir da noch einen biggeren Köcher. Könnte ich mir vorstellen. Der kriegen wir automatisch unsere Pfeile voll gemacht. Und wir haben einen biggeren Köcher. Ich würde das auch nochmal probieren, glaube ich. Ihr habt ja auch gesagt, ich soll mal das Schild lesen. Mach mal jetzt alles mal. Pass auf. Kurz das hier ausrüsten. Also ich weiß, wir können halt da irgendwie zwischen den Feuer... Hier können wir uns auch nochmal Geld holen, by the way. Wir können irgendwie zwischen den Feuer- und Eisfallen hin und her switchen, ne? Dann konnten wir den einen nicht besiegen. Wir müssen halt jeden treffen. Also wir müssen quasi einen perfekten Run machen, glaube ich. Und den einen konnten wir halt nicht besiegen, weil der irgendwie gepanzert war. Shooting Gallery, 20 Rubies for one play. Use the right type of arrows to several types of Acturax to defeat them. Okay, 500 und 1000. 60. Don't lean on the counter, don't disturb of our customers. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Aber da gab es halt auch nicht nochmal irgendwie einen Hinweis da drauf. Wir tryen mal. Ja, keine Ahnung. Das ist ja schon der... Was soll ich mit dem machen? Eispfeile? Da ist auch egal, was ich nehme scheinbar. Okay, wir tryen noch mal kurz. Ba, 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 ba. So, der kriegt einen Eispfeil. Ah, es gibt auch Bombenpfeile. Was? Okay, alles klar. Logisch. Ja, dann... Jetzt habe ich alles. Es gibt auch Bombenpfeile. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Okay, ab 500 kriegen wir schon die erste Belohnung. Shit. Haben wir die 500 noch? Nee, haben wir nicht. Ja, ist gar nicht so leicht, ne? Also wir haben Feuer, Eis, Bombenpfeile. Das heißt, wenn ich andersrum gehe, haben wir Bombenpfeile, Eis. Oh, das muss der, da muss das mal mit klarkommen. Okay. Aber die bringen auch mehr Punkte, muss man dazu sagen. Aber ich habe jetzt zumindest raus, wie es Game geht. Wir verballern halt gerade richtig schön Rubine. Du kannst halt nicht vorbereiten, das ist so ein bisschen ärgerlich. Weil sobald du den Pfeil gespannt hast, hast du halt den Pfeilmodus ausgewählt quasi. Aber es ist auch immer random, ne? Es kommt nie das Gleiche. Weiß halt nicht, ob das geil ist oder... Man braucht halt wahrscheinlich einfach ein bisschen Glück. Okay. 510. Sehr schön, sehr schön. Können wir auch zwei Belohnungen gleichzeitig bekommen? Wenn wir 1000 schaffen. Wir haben die erste Belohnung jetzt sicher.
Ja, mit der Geschwindigkeit komm ich easy klar. Das mit dem Wechseln ist halt nur manchmal ein bisschen schwierig. Oh Gott, das war knapp. Das wäre fast noch in die Hose gegangen. Okay, wir haben einen gemisst, aber wir haben es geschafft. Hier ist ein Fantastic Crescent. Kriegen wir jetzt zwei Preise? 5 Rubine. Nein, das war halt der... Jetzt muss ich 1000 Rubine machen, ne? Das war halt der Preis für 50 Rubine, mit Sicherheit. Okay, es ist gar nicht so schwer, wenn man es raus hat. Ehrlich gesagt. Ich mache mal noch schnell den zweiten Preis und dann hören wir auf. Mit dieser Folge. Papa ist auf jeden Fall easy möglich, 1000 Punkte zu machen. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Vor allem, die bringen halt schon 60 Punkte. Das ist doch easy to do. Zack. Zack. Papa. So, 630. Ein noch, Leute, ein noch. Shit. Ja, das war jetzt halt, ja. Aber wir haben doch den zweiten, oder? Ah, wir haben den Feuerpfeil jetzt bekommen. And your arrows will be powered up. If you hit your target, you will catch fire. Okay, wir haben Feuerpfeil bekommen. Okay, aber jetzt haben wir alle Preise, oder? Ja. Mehr ist nicht möglich, oder? Bei dir? Nö. Oder kann man hier noch was bekommen, Leute? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal 50 Rubine bekommen und den Feuerpfeil. Ist auf jeden Fall cool. Eispfeil und so bekommt man dann wahrscheinlich von irgendwem anders. Alles klar. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part gucken wir mal, wofür wir unser Geld noch ausgeben. Ich würde sagen, wahrscheinlich Herzteile. Oder ich fülle mal noch meine Pfeile auf. Irgendwie sowas. Ich meine, hier können wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen Kohle holen, ne? Auch nochmal ein Fuffi. Ja, da können wir nochmal ein bisschen was mit kaufen. Theoretisch könnten wir uns auch das andere Schwert kaufen. Einfach just for fun. Gut, aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei. Macht mir da ein paar Vorschläge für neue Strafen oder auch für neue Projekte, die ich spielen soll. Ich bin gespannt. Und hier können wir, im nächsten Part nochmal lesen, was der von uns will. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.